Ich habe heute drei unheimlich leckere, überwiegend gesunde Low-Carb-Mittagsrezepte für euch, die ihr teilweise auch echt gut mit zur Arbeit nehmen könnt. Los geht's mit meiner Lieblingssuppe, und zwar einer Süßkartoffel-Erdnusssuppe, von der eigentlich jeder begeistert ist, der sie probiert. Dafür brauchen wir drei Süßkartoffeln, einen halben Cup Erdnüsse oder mehr, eine Dose Kokosmilch und einen kräftigen Schluck Limettensaft. Zuerst schälen wir die Süßkartoffeln und schneiden sie in relativ kleine Stücke. Dann ab in den Topf damit. Mit Brühe aufgießen und weich kochen. Sobald eure Süßkartoffelstückchen durch sind, könnt ihr sie mit einem Stabmixer pürieren. Die Erdnüsse könnt ihr klein hacken oder wie ich einfach in einen Mixer geben und klein machen. Ich persönlich mag es feiner lieber, weil sich das einfach alles ein bisschen besser verbindet. Als nächstes geben wir die Kokosmilch dazu und verrühren alles. Ganz zum Schluss könnt ihr jetzt einen guten Schluck Limettensaft dazugeben. Der balanciert alles wunderbar aus, sodass die Suppe am Ende einfach richtig, richtig lecker ist. Ihr könnt sie natürlich sofort essen. Noch besser schmeckt sie aber ehrlich gesagt am zweiten Tag, also wenn ihr sie einmal wieder aufwärmt. Macht sie also vielleicht abends und nehmt sie euch dann am nächsten Tag mit zur Arbeit. Das zweite Rezept ist eine Falafel Bowl, die super lecker, richtig gesund, sehr hübsch und praktisch zum Mitnehmen ist. Los geht's mit den Falafeln. Dafür gebe ich persönlich eine Dose Kichererbsen in einen Mixer, eine rote Zwiebel, Kichererbsenmehl, das Kichererbsenwasser aus der Dose. Dann schneide ich einen halben Bund Petersilie klein und gebe ihn dazu. Für mich persönlich muss da definitiv auch Knoblauch rein. Ihr könnt ihn natürlich auch weglassen, wenn ihr eure Kollegen nicht verschrecken wollt. Mich hat das nie gestört. Und natürlich Gewürze wie Kreuzkümmel, Curry, Salz und Pfeffer. Natürlich darf auch ein Bund Koriander nicht fehlen. Das ist für mich das absolute Highlight. Und dann einfach den Mixer an und zusehen, wie eine Masse draus wird. Je nachdem, wie die Konsistenz wird, könnt ihr auch noch ein bisschen Kichererbsenmehl dazugeben, falls das Ganze zu flüssig wird. Oder einen Schluck Wasser dazugeben, wenn es euch nicht flüssig genug ist. Aus dem Teig könnt ihr Kugeln formen und frittieren oder, wie ich es mache, sie einfach backen. Das ist nicht so fettig, definitiv gesünder und geht genauso schnell. Meine kommen bei 180 Grad für 30 Minuten in den Ofen. In so eine Bowl passt eigentlich sehr gut Reis, da ich den aber nicht vertrage, mache ich ihn einfach aus Blumenkohl. Den schneide ich mir einfach ein bisschen klein und dann muss auch er in meine Küchenmaschine. Ihr merkt schon, das ist inzwischen mein allerbester Freund geworden. Wenn ihr sowas nicht habt, ist es überhaupt nicht schlimm, dann könnt ihr ihn auch einfach raspeln. Den Blumenkohlreis geben wir jetzt mit ein bisschen Öl in die Pfanne und braten ihn mit ein bisschen Salz und Pfeffer an, so lange bis er durch ist, gut riecht, ein bisschen angebräunt, sehr, sehr lecker. Inzwischen sollten auch unsere Falafel fertig sein und wir können anrichten. Als Grundlage nehme ich immer gern Salat, dann ein bisschen von dem Blumenkohlreis, die Falafeln und als Dressing liebe ich persönlich Tahin, ein bisschen Öl und Zitronensaft. Ihr könnt aber auch jedes andere Dressing nehmen, was euch schmeckt. Am Ende sieht das Ganze wirklich, wirklich toll aus und ist auch verdammt lecker und man kann es sehr gut mit zur Arbeit nehmen.
Das dritte Rezept ist eher was für zu Hause, würde ich sagen, denn es gehört wirklich eine Menge Knoblauch rein. Wir machen besonders marinierten Lachs. Dafür brauchen wir Olivenöl, Sojasauce, Ahornsirup oder Honig, wobei ich echt Ahornsirup sehr viel leckerer finde, 4 bis 6 Knoblauchzehen und ein gutes Stück Ingwer. Meine Knoblauchpresse nehme ich nicht nur für den Knoblauch, sondern auch für den Ingwer, weil man dadurch am Ende wirklich eine sehr, sehr schöne Marinade hinkriegt. Und dann einfach alles verrühren. Für dieses Rezept brauchen wir 4 Stückchen Lachs in einer feuerfesten Schale und darüber kommt jetzt einfach unsere Marinade. Danach geht's ab in den Ofen bei 200 Grad für circa 40 Minuten. Dazu essen wir sehr, sehr gerne einfach gekochten Brokkoli. Natürlich könnt ihr dazu auch einen Salat machen oder ein anderes Gemüse oder Blumenkohlreis oder was auch immer euch schmeckt und worauf ihr Lust habt. Wenn der Lachs aus dem Ofen kommt, sieht der ungefähr so aus und ihr könnt anrichten. Denkt dran, ein bisschen Soße auch nochmal über den Fisch und das Gemüse zu geben und dann lasst es euch schmecken. Alle 3 Rezepte werden bei uns sehr oft gemacht und sehr geliebt. Probiert sie also unbedingt mal aus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Lasst gerne eine Bewertung da, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!